wenn der Cannstatter Wasen zum Verkehrsübungsplatz wird. Die Abfallwirtschaft Stuttgart bereitet ihre Fahrer auf den Winterdienst vor. Dabei müssen vor Ort einige schwierige Fahrmanöver ausgeführt werden. Also wir machen heute diese Lkw-Weiterbildungen, gerade speziell auf dem Winterdienst, ein bisschen gezielt gemacht, wo wir auch den Parcours aufgebaut haben, abgeschnitten von der Grundqualifikation für Lkw-Fahrer. Und den haben wir ein bisschen auf unsere Bedürfnisse zusammengeschnitten, wo die Fahrer mit ihrem Räumflug vorne auch fahren müssen und dementsprechend diesen Räumflug auch bewegen müssen, wie es auch draußen im Straßenverkehr ist, mit geparkten Autos, dass jemand dann auch vorbeikommt und multitaskingfähig den Flug, den Steuer und auch das Fahrzeug bedienen zu können. Übung macht den Meister, und dadurch, dass man Winter ja nur einmal im Jahr hat und dann direkt im Schnee fahren sollte, wäre es vielleicht ganz so schlecht, wenn man einmal im Jahr nur das macht, und deswegen machen wir das hier regelmäßig, diese Übungen. Da haben wir auf einmal den Parcours, wo die Fahrer dann verschiedene Aufgaben machen müssen. Ausweichen, rückwärts fahren, kurz auf engstem Raum wenden und das am besten mit dem Flug bewegen, da kann man das viel enger alles machen. Also wir fahren auf jeden Fall Slalom. Stellt vielleicht so ein bisschen eine Wohngebietsstraße dar, wo es verparkt ist, wo man drum rumfahren muss. Hat einfach den Hintergrund, dass man vom Fahrerhaus aus den Flug nicht so gut sehen kann und dass man da halt ein Gefühl dafür kriegt. Üben wir das hier im Slalom mit Pylonen vorher, bevor wir in den Straßenverkehr gehen. Dann rückwärts rangieren. Dann haben wir noch zwei Mülltonnen, wo die Fahrer dann den Abstand einschätzen sollen, mit dem sie dazwischen durchfahren können. Das hat man ja auch ganz oft, dass es ziemlich eng ist und dann muss man halt abschätzen, passe ich durch oder passe ich nicht durch, bevor ich dann ewig lang wieder rückwärts raus muss. Und dann haben wir noch eine Wendefläche aufgebaut, dass wir in der Wendefläche umdrehen. Bevor man einen Winterdienst-Lkw sicher fahren kann, gibt es spezielle Herausforderungen zu meistern. Das Winterdienst- oder ein Winterdienstfahrzeug, besonders der Lkw, hat ja einen Pflug vorne angebaut und der Pflug ist breiter als das Fahrzeug selbst. Steht also gute 20 cm raus auf der rechten Seite. Das muss man immer beachten. Dann haben die Fahrzeuge einen relativ großen Wendekreis, da die alle Allrad angetrieben sind. Und die Herausforderung ist es natürlich, wir sind der Winterdienst, also vor uns ist die Straße glatt oder verschneit und da heißt es halt vorausschauend fahren und keine abrupten Lenk- oder Bremsbewegungen machen und versuchen nicht ins Rutschen zu kommen. Gerade bei Schnee dann auch die Glätte zusätzlich, die Dunkelheit und, ja, und der Schneeflug, der breiter ist wie 2,50 Meter, wo die Fahrer alles gleichzeitig bedienen müssen. Bleibt die Frage, was machen Winterdienstfahrerinnen und Fahrer eigentlich im Sommer? Ja, das sind Fahrer bei uns, ja, die auch die Kehrmaschinen fahren im Sommer oder auch diese Bäume bewässern, damit die Bäume auch genug Wasser haben. Unsere Winterfahrzeuge haben Wechselaufbauten, sodass sie im Sommer umgebaut werden für die entsprechenden Fahrzeuge. Sollten in diesem Winter wieder Schnee und Eis für Verkehrschaos in Stuttgart sorgen, ist der Winterdienst auf jeden Fall vorbereitet.